meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl-Lied. Das geht gar nicht auf meine Zunge rein irgendwie. Das funktioniert nicht, dieser Name. Chernobyl-Lied. Jetzt geht's. Also, dazu herzlich willkommen. Hier sind die... Oh. Also, ich bin da sehr, sehr alleine. Und ich träume die ganze... Egal. What? Okay. So, wir gehen in die Richtung da, wo wir hin müssen. Ich gehe mal davon aus, wir werden auf mehrere Soldaten stößen. Ich lasse mich aber immer gerne ablenken, ne? Das ist schon so ein bisschen komisch bei mir. Aber ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Wir müssen mal ganz kurz ein Stößchen geben. Ich habe auch nur 6 Schuss, ne? Ne, 10 habe ich, ne? Ach, ich weiß auch nicht, wie viel ich habe. Da qualmt auf jeden Fall was. Das wird irgendwie eine Signalfackel leuchten. Oder so eine Rauchfackel zum Sortieren der Leute, die hier sich rumtreiben. Wird gespeichert, okay. Ich kann den Teil aufheben. Das knistert immer von dieser radioaktiven Strahlung. Immer echt irre. Ja, irre ist es ja noch nicht, ne? Aber... Das ist das, was wir holen sollen. Verwenden. Alter, ob ich mich erschrocken habe? Munitionslager. Sehr gut. Ich nehme alles mit. Nehme ich mit. Okay, jetzt gehen wir mal. Sollen wir zum Tauschen gehen? Ja, aber warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir noch einmal eben mit diesem Vogel da noch was tauschen können. Die Gasmaske hätte ich eigentlich echt gerne gehabt. Wo ist denn der jetzt nochmal gewesen? Ja, wir sind hier rüber gelaufen, ne? Genau. Ah, jemand hat die beiden Jungs da weggeräumt, wa? Ne, die liegen immer noch da. Okay. Das wäre gar nicht da durch die Tür. Hopp, ein beherzter Sprung. Der ist immer noch da. Hey, Kollege. Ich möchte doch tauschen. Ah, рад тебя видеть, Григор, мой товарищ по оружию. Хочешь поменяться? Rohstoffe geben, tausche Munition gegen Ausrüstung. Тебе удалось найти что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. Und nochmal vielleicht die einfache Rüstung. Okay, danke schön. Das war's. До встречи. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. So, Inventar. Jetzt haben wir die Rüstung. Können wir die tragen? Sehr gut. Die Gasmaske. Sehr gut. Jetzt sieht man einen Schutz. Ich habe ein bisschen Schutz. Oh, guck mal. Jetzt kann ich durch Matt. Geil. Und jetzt könnte ich bestimmt durch diesen vergammelten Raum da durch. Jede Wette. Aber es ist immer im Inventar drin. Es ist natürlich kacke, ne? Normalerweise die Rüstung kannst du ja... Ja. Ja. Da muss mal einer so laut atmen hören. Geht das jetzt? Kann ich da rein? Ja, jetzt kann ich rein. Du hast ein neues Level erreicht. Vielen Dank. Fertigkeitenpunkt abgeben. Okay. So, hier war irgendwas. Eine Etage höher, glaube ich. Kommen wir denn irgendwie höher?
Noch höher, wie kommen wir denn noch höher? Ah, guck mal hier, habe ich vergessen. So. Hier vielleicht. Hm. Ausbrennen? Haben wir sonst? Du brauchst ein bestimmtes Item, um hier weiterzukommen. Vielleicht. Okay, interessant. Ja, gut. Gut, wir werden ja so oder so nochmal wieder herkommen. So, jetzt sollen wir unseren... Und wieder zurück in den Schutzraum. Das sieht aber nicht nach Schutzraum aus. Ich wollte gerade sagen. Da sind wir. Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Но как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно. Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов, и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни, самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю. Ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай. Ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Alles klar soweit. Gefährten geben jeden Tag Bericht über dein so gewesen. Du erfährst alle Items in der Tasche F. Instabil. Oh, seine Mission ist fehlgeschlagen. Essenrationen werden einmal pro Tag zugewiesen, haben großen Einfluss auf Gesundheit, Moral von Igor und seinen Gefährten. Wähle einen Charakter und wähle die Essensmenge aus, die du ihnen geben möchtest. Du kannst dafür auch entsprechend ein Icon klicken. Ein Krümelchen. Halbe Essensration. Während der Mission gefährdet, schwer verletzt. Er wirkt auf zu wenig Betten, einige wurden beeinträchtigt in Gesundheit. Halbe Essensration sorgt für Unzufriedenheit von den Gefährten. Okay.
Normale Rationen. Wir haben 3 Stück. Ah. Was? So. Was? Wieso können wir nicht hören? Annehmen. Ach so, okay. Ja. Habe ich jetzt doch gemacht, ne? Genau. Gut. Abends kannst du deine Base ausbauen und mit den Gefährten trainieren. Zögere nicht, den gesammelten Ressourcen, Fertigkeitspunkten zu verbrauchen. Basis ausbauen. Mal gucken. Igor, я ранен. Можешь дать мне аптечку? Haben wir nicht? Спасибо. Мне уже лучше. Ach so, ja, stimmt. Wir haben es ja selber hergestellt. Sieh die Ausrüstung und werf ihn aus deinem Team. Trainieren. Слушай, может получишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Ja, Präzision eben halt, ne? Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Folge mir. Так, соберись, Игорь. Стреляй только по моей команде, понял? У тебя 5 пуль и 5 целей. Стой ровно, но колени расслабь. Взгляд на мушке, каждый патрон на счету. Готов? Огонь! Стой прямо, ноги на ширине плеч. Слегка согни колени для устойчивости. Смотри на цель через мушку. Разве от бедра стрелять не быстрее? Ну, если ты последние 20 лет служил шерифом на Диком Западе, то да. Но даже я так не стреляю. А у меня опыта намного больше, чем у тебя. Так что слушай меня и целься. Oh, hör auf zu labern. Ich wollte gerade schießen, gibt nicht. Okay. Не спеши, сосредоточься. Лучше выстрелить позже и попасть. Чем зря потратить боезапас. Насчет стрельбы. Идеально. Надо же, профессор. Мы из тебя еще вырастим, партизана. Ja, das glaube ich auch. Das steht mir auch. So, und nun? Das war's. Okay. Надеюсь, теперь ты уверен в своих силах. Wie verteilt man denn die Fertigkeitspunkte? Das haben wir hier unseren Schreibtisch. Können wir jetzt hier irgendwas... Ja, okay. Karte, Fähigkeiten, da haben wir es doch. Beim Umgang mit Waffen, Präzision, große Bedeutung, deine Sicherheit wird deutlich verbessert. 25% Schaden. Muss ich nicht verteilen, wurden mir schon zugeteilt. Herstellungsrezepte. Wir brauchen Projekte zum Bauen der Basis. Bauwerk, Schlafstelle. Mal gucken. F eingeben. Ja. Können wir sowas bauen? Ich möchte gerne eine Schlafstelle bauen. Müssen wir weiter mit den Sappeln hier, ne? Aber ich will was bauen zum Schlafen. Kann man... Aber es ist Laserschnittmaschinen. Oh, Schlafstelle. Sofa, bequemes Bett. Haben wir dafür Sachen denn da? Schlafsack. Nicht mal das. Waffenbank. Hydraulische Presse. Revolver, Kaliberwerkzeuge. Meine Fresse. Wo kann... Gibt es denn jetzt ein Baumenü oder? Objekte zum Bauen. Ob
Objekte und Maschine zum Herstellen von Items für bessere Ausrüstung. Da, Beschreibung mit dekorativer erhöhte Komfortstufen all und sehr effektiv. Okay, komm, dann nehmen wir die. Beleuchtung. Fernseher? Nein. Möbel. Wände. Ein Stuhl. Das ist gut. Also, wir brauchen einen Stuhl. Kann ich nicht irgendwas anderes bauen, irgendwie? Nein, ich habe ihn gebaut. Ich wollte ihn nicht bauen. Und vor allem wollte ich ihn nicht dahin bauen, ne? Nun, da haben wir es eben halt gemacht, ne? Ein kleiner Beistelltisch. So, da kann, wie heißt der Oliver gucken, wie er baue hier. So, einmal noch einen Stuhl bauen. Oh, so einen großen Tisch hätten wir bauen müssen, ne? Was ist das? Ach du Scheiße, nein. So, so können wir... Mehr Bequemlichkeiten haben wir wohl nicht, ja? Wände. Nein, nein. Zurück. 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 Das muss ich jetzt nochmal ausrüsten, bevor man da ausrüsten irgendwas baut. Wände. Von oben kommt man rein. Muss ja irgendwas haben, wo man einigermaßen safe ist, aber nicht hier unten. Und jetzt ist er auch schon wieder weg. Okay. Ja, wie dem auch sei. Also, Kinderchen. Ich glaube, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Beim nächsten Mal bauen wir ein bisschen mehr rum. Oder sollen wir noch ein bisschen mehr bauen? Ich meine, Gemütlichkeit ist das hier nicht gerade. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir hier tatsächlich... Was ist das? Okay. Dass wir hier auch was anderes machen können, ne? Wenn man hier so ein Sofa schon abgebildet ist, habe ich mir vorgestellt, dass wir auch dieses entsprechend bauen können. Oh, aber den können wir nicht bauen, weil der noch nicht freigeschaltet ist. Also ein Sessel. Aber ich hätte ja auch gerne irgendwie ein Bett oder so ein Scheiß, ne? Das wäre ja auch mal interessant gewesen. Was ist das? Positive Stimmung. Oh, positive Stimmung finde ich gut. Hier, ich nehme so eine hässliche Puppe, die uns angesprochen hat. Nein, oder? Mülleimer? Mülleimer ist sehr positiv. Können wir die Sonnenblume können wir nicht hinstellen. Aber diese wunderschöne Pflanze hier vielleicht hier oben drauf. Oh, das würde positiv sein. Hier. Was ist das? Hier. Ja, genau. Klasse. Schon ein bisschen mehr Gemütlichkeit schaffen hier, ne? Ein bisschen mehr Atmosphäre. Hier, guck mal. Ne, ein Raumatmer ist das hier quasi. Ne? Das ist quasi wie Urlaub jetzt hier. So, und dann... sitzt eine hässliche Puppe hier drauf. kann man sich da selber draufsetzen? Ja, aber hier setzen wir eine Puppe drauf, oder so. Aber so eine fucking gruselige Puppe, weil die einfach nur ultra hässlich ist. Upsi. Kann man sich hier draufsetzen? Ne, kann man nicht. Also kann man dann eine zweite Puppe holen. Okay, das hebt doch schon mal die Stimmung, ne? Ja. Mhm. Genau. Ja, und dann hier hinter noch so eine Wand. Hier baue ich nochmal eben noch eine Wand auf. Genau, das mache ich auch nochmal. Eine Wand. Mhm. Hoppala. Ich finde Wände enorm dekorativ. Weil wegen Tapezieren. Alter! Ich schwöre, sowas Schönes. Nein. Komm, eine Wand noch. So quer. Können wir gar keine Wände mehr bauen? Hat sich ausgewendet, wa? Keine Materialien mehr dafür. Pilze brauchen wir. Aber da kann man schon mal ein wunderbares Fotoshooting drauf machen, ne? Mhm. Genau. Was ist da? Da. Elektrokram. Beleuchtung. Ja. Ob das überhaupt funktionieren würde? Haben wir Strom? Oh, eine schöne Stehlampe. Ne. Hier in der Ecke. Genau dahin. Wieder... Nein.
Nicht genug Strom in der Basis. Baue einen Generator und verschrotte strombetriebene Dings. Alles klar. Das war wohl... Aber wie hier gleich alles dann anfängt zu flackern, ne? Gut, alles klar, Kinderchen. Stromgenerator. Wie baue ich das? Auch so, bauen. Und dann... Was ist denn das? Bequemer Stuhl. Nein, man kann noch mehr coole Sachen bauen. Guck mal eine an. Aber es ist ja nicht alles bequemer Stuhl, hör mal. Essen. Ein Lagerfeuer. Fehlt mir aber Pilze zu. Nein, was ist denn das? Ein Labor. Rollbieger. Mikroprozessor. Industrieschredderer. Chernobyl-synthetischer. Strahlungskammer. Ich habe mir vorgestellt, wir finden ja auch irgendwie... Was ist denn das? Hydraulische Presse. Damit bauen wir Waffen, ja. Revolver-Dings. Ich fühle mich nicht in Versuchung, diese Revolver-Dings zu bauen, ne? So. Was ist das? Blechwerkzeuge. Ja, ich brauche aber irgendwie einen Generator. Industrieofen. Okay, Behälter, Gärtnereien. Das wäre natürlich auch sehr sinnvoll. Ne, warte mal, wo war denn das jetzt? Also. So, komm. Und bau. Okay. Wir müssen wieder raus in die Welt. Und den Generator habe ich noch gar nicht gefunden. So. Auf jeden Fall, liebe Kinderchen, das war's heute für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht. Ciao mit V, tschüss mit Ö und tschüss.